40 Jahre, einiges noch erzählen. Einiges können wir ja nicht laut erzählen, ganz simpel. Halblaut. Also. Ich bin auch so alt, ruhig. Liebe Freunde, ich glaube, 40 Jahre AfW ist es wert, dass wir ein klein bisschen in die Geschichte zurückblicken. Ist mein Frau noch nicht, oder? Was soll denn das jetzt heißen? Ja, die Haare zu. Robert, sag mal, die soll rüberkommen. Mach ich gehen. Warte, komm mal. Ja. Alles komplett. So, also, noch einmal. Also 40 Jahre AfW verlangen natürlich danach, dass wir einen kleinen historischen Rückblick machen. Denn 40 Jahre, da ist ja viel passiert, da kann man auch einiges erzählen. Ich habe meine Rede oder meine Ansprache in ein paar Kapitel aufgeteilt und das erste Kapitel heißt, wieso der Gesang von Margit Sponheimer zur Gründung des AfW führte. Sommer 1971, in diesem Sommer fand zum ersten Mal in Niederwürzbach ein Heimat- und Strandfest statt. Und der Heimatverein Niederwürzbach hat unseren Otto Hämmerling, der damals in Niederwürzbach als Filmer bekannt war, beauftragt, von diesem ersten Heimat- und Strandfest einen Film zu erstellen. Und der Otto hat sich dann umgeschaut, wer ihm da zur Seite stehen kann, und ist auf dem in diesem Jahr eingeheirateten Jürgen Bagge in seiner Familie gestoßen. Der hatte sich kurz zuvor vom Geld, das er an der Hochzeit bekommen hat, eine Filmkamera gekauft. Und wir beide gingen ans Werk und haben von diesem Heimat- und Strandfest 33 15-Meter-Rollen Film gemacht. Oh, teuer. Gefilmt war das schnell, aber ihr könnt euch ja vorstellen, oder die noch gefilmt haben, nachher ging es los. Als wir dann den Film bearbeitet haben, war da auch eine Szene vom Festabend des Heimat- und Strandfestes und an diesem Festabend war die Margit Sponheimer der Stargast. Und die hat an diesem Abend drei Lieder zu Gehör gebracht, die wir natürlich auch von vorne bis hinten aufgenommen hatten. Da es aber damals ja noch keine Live-Tonkameras gab, die den Ton direkt aufgenommen haben, also unsere Digitalfilmer dort, die Jungspunde, die können sich das gar nicht mehr vorstellen, mussten wir dieses Lied, das die Margit Sponheimer da gesungen hat, anschließend vertonen. Und so naiv wie wir waren, haben wir uns natürlich die Platte gekauft, wo dieses Lied drauf war, und haben gemeint, die Margit Sponheimer, die würde auf der Platte genau dasselbe singen wie im Festzelt in Niederwürzbach. Was aber nicht der Fall war. Im Festzelt hat die Margit Sponheimer nämlich viel schneller gesungen. Das Lied war jedenfalls viel früher aus als das Lied auf unserer Schallplatte. Das Lied hieß Zupft euch mal am Öhrchen. Also, unser Ehrenpräsident mit seinen 93 Jahren hat ein wesentlich besseres Gedächtnis wie ich. Das hatte ich immer gemacht. So, jedenfalls, es war äußerst schwierig, diese Vertonung. Und der Otto, der ist ja richtiger Freischarer, der dann, wenn es zu wild wird, ganz schön zur Sache gehen kann. Und dann hat er voller Wut dem Abend das Zeichen hingeschmissen und hat gesagt, nee, das gibt nichts mehr, das hat keinen Wert. Und hat gesagt, komm, wir probieren es nochmal. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, ich lege mich neben den Schallplattenspieler. Und immer wenn wir merken, auf dem Bild, die Margit Sponheimer, die ist noch nicht so weit, halte ich mit dem Daumen, schalte den Schallplattenspieler und halte die Platte an, damit die da an der Stelle ein bisschen langsamer läuft. Ja. Das haben wir dann ein paar Mal probiert. Auf jeden Fall haben wir am Schluss den Ton drauf gehabt, wo die Margit Sponheimer angefangen hat.
Da ging es los und wo es aufgehört hat, dann war der Ton auch fertig. Nur dazwischen, könnt ihr euch ja vorstellen, war ein recht großes Gejaule. Und wir waren nach getaner Arbeit der Meinung, wenn wir ein paar Leute gewesen wären, die da mitgefilmt hätten oder einer vielleicht ihr Tonband laufen gelassen hätte, dass das viel besser gewesen wäre. Und da ist die Geburtsstunde eigentlich entstanden, dass wir mal gucken, ob es ein paar weitere Filme gibt. Und dass wir uns zusammentun zu einem Club. Das war also die Geburtsstunde des AFW oder eines Filmclubs, sagen wir mal so. Der Gesang von der Margit Spurenheimer, weil der uns so viele Schwierigkeiten bereitet hat. Wir haben dann in der Zeitung einen Aufruf gestartet. Alle, die Interesse haben, an einem Filmclub beizutreten, sollen sich am Sonntagnachmittag um 15 Uhr im Gasthaus zum Nussbaum, gibt es mittlerweile auch schon lange nicht mehr hier in Niederwürzbach, einfinden. Und was wir nicht für möglich gehalten haben, an diesem Nachmittag haben 33 Leute diese Versammlung besucht. Wir haben auch da einen Werbefilm schon vorher gedreht gehabt, den wir da gezeigt haben. Der ist übrigens auch in unserem Archiv. Und an diesem Nachmittag, das war am 23. Januar 1972, wurde im Nebenzimmer des Gasthauses zum Nussbaum beschlossen, einen Filmclub zu gründen. Und einige von denen, die damals da waren, sitzen ja heute auch unter uns hier. Und 33 Mitglieder haben sich an diesem Tag in die Liste der Mitglieder eingetragen. Der Versammlungsleiter war ein erfahrener Vereinsmeier, das war der Walter Gebhardt, der war damals Vorsitzender des Motorsportclubs in Niederwürzbach, der sehr renommiert schon war, großer Club in Niederwürzbach. Und ich erinnere mich noch gut, dass er in der Versammlung aufgestanden ist und gesagt hat, ich gebe euch einen guten Rot. Wähle kein so alter Knacker zum ersten Vorsitzenden, ne? Sonst schmissen er alle drei Jahre einen neuen weg. Ja. So, und anscheinend hat sich die Versammlung das damals zu Herzen genommen und hat dann den zweitjüngsten der Anwesenden, der jüngste war der Günther Schwarz, der war noch zwei Jahre jünger wie ich, zum ersten Vorsitzenden gewählt. So kam es, dass ich mit im glorreichen Alter von 23 Jahren zum ersten Vorsitzenden des AfW gewählt worden. Also eine kluge Entscheidung, wie sich jetzt nach 40 Jahren herausstellt. Wir haben also noch nie ein neuer Vorsitzender werden müssen. Die zweite kluge Entscheidung der damaligen Gründungsväter, sage ich jetzt mal, war, diesen Club nicht Filmclub Niederwürzbach zu nennen, obwohl alle 33 Mitglieder damals aus Niederwürzbach waren, sondern sie haben ihn Amateur Filmclub Würzbach genannt. Man wollte damit dokumentieren, dass dieser Club auch für alle anderen, die in unserer Umgebung, im Würzbachtal oder wo leben, offen steht. Und dieser weisen Entscheidung haben wir es natürlich zu verdanken, dass der Filmclub sehr schnell gewachsen ist, sehr viele Mitglieder bekommen hat in den ersten Jahren. Wir haben dann zunächst einmal im Jugendheim alle 14 Tage Clubabende abgehalten und dann ist der Clubkamerad Kurt Schwarz, Bäckermeister, Bruder Kurt in Niederwürzbach genannt, Mitglied geworden und der hatte damals einen Kaffee und dann haben wir gesagt, gut, dann wechseln wir bei Ihnen ins Kaffee und ab dem Herbst 1972 haben die Clubabende also im Kaffee Schwarz stattgefunden. Also der Kreis schließt sich mittlerweile wieder, jetzt sind wir eine Kaffee-Oase. Vor 40 Jahren waren wir am Kaffee Schwarz. Und das Kaffee Schwarz, da haben wir also alle 14 Tage dann getagt, sehr zum Leidwesen unseres Clubkameraden Kurt Schwarz. Der hat nämlich schon drei Jahre müssen in die Backstube. Und vor allem unser Freund Biwald, der sitzt da, der hat seine technischen Gespräche nicht nur am Clubabend gehalten, sondern dann auch noch anschließend raus vom Auto und der Kurt konnte also selten früh einschlafen und oft ist er direkt vom Clubabend in die Backstube. Dazu kam, dass wir in dieser Zeit uns auch sonntags morgens zum Frühschoppen im Café getroffen haben. Und gerade diese Frühschoppen waren so
eine, sage ich, eine Quelle, von, wo Ideen geboren worden sind für den Club, von denen ein großer Teil umgesetzt worden sind, aber ein Teil auch leider nicht umgesetzt werden konnte. Und um mal ein Projekt zu nennen, das bei einem solchen Tag, einem solchen Morgen ausgedacht worden war, da steht die Überschrift jetzt unter meinem nächsten Kapitel, die Diskussion um Herkules. Hört sich jetzt auch ein bisschen seltsam an, aber die Kameraden, die dabei waren, wir haben ein Gründungsmitglied gehabt, der hat damals bei der Firma Edelmann gearbeitet. Das war eine Firma, die hat so Militärsachen aufgekauft vom Militär und dann an die Dritte Welt weiterverkauft. So, und im Angebot war zu der damaligen Zeit auch ein Herkules-Transporter, Flugzeug. Und da haben wir natürlich an diesem Morgen beschlossen, wir kaufen eine solche Herkules. Stelle die der Owe irgendwo auf und das gibt dann unser Clublokal. So, und da sind also mehrere Sonntage heiße Diskussionen geführt worden über diese Herkules, ja, die flieht und so. Ne? Und dieses Projekt ist leider nur deshalb nicht umgesetzt worden, weil von dem der Transportweg von Flughafen Ensheim bis zur Owe, ne, auf die Höhe, leider keine Lösung gefunden worden. Sonst könnte man vielleicht heute unser 40-jähriges Jubiläum im Flugzeug verbringen. Und wir haben drei Filme ausgesucht gehabt, die wir dorthin gemeldet haben und sind mit einem kleinen Bus dorthin gefahren. Der Wettbewerb fand in Marbach statt und war natürlich voller Hoffnung, dass jetzt die Filme des AFW natürlich das Nonplusultra sind. Die wurden also dort vorgeführt. Und in einer Pause, ich war gerade auf der Toilette, hat ein Pinkler neben mir zu seinem Nachbar gesagt, hast du diesen blöden Film über die Geißelknödel gesehen? So ein Mist habe ich ja bei BDFA schon lange nicht mehr gesehen. Jedenfalls, es kam dann auch so, die Juroren, die waren damals sehr progressiv, junge Leute, die konnte natürlich mit dem allgäuerischen Humor der letzten Geißelknödel, so hieß nämlich der Film. Also, wann war das? Im Jahr 2000? 2020. Na ja, gut, haben wir noch ein bisschen. Ne? Ja, dann können wir mal gucken, ob er gestimmt hat. Ja, also, der ja. Film, wer ihn nicht kennt, handelt darum, dass jemand im Jahr 2020 eine Geißelknödel, wie er meint, findet. Die Geißelknödel wird dann vom Geißelknödel-Professor, Experte untersucht und am Schluss sagt er, jawohl, die Knödel ist echt. Der andere Film, Günther, du warst glaube ich auch damals mit dem Buntspecht, eher eine Specht, glaube ich, also ein Tierfilm auf jeden Fall. Ein Geißelknödel ist ja eigentlich auch ein Tierfilm, Sempel, ne? Ja. So, jedenfalls, die drei Filme, die wir da gemacht haben, haben also nichts gemacht. Und ich erinnere mich auch gut an die Rückfahrt in dem Bus hier, dass wir beschlossen haben, auf der Rückfahrt der Trainer aus dem BDFH wieder aufzuholen. Wir verstehen einfach unsere Filme nicht. So, zum Glück, müssen wir sagen, haben wir das dann doch nicht gemacht, sondern wir haben weitergemacht und haben auch schon ein Jahr später dann selbst einen Wettbewerb ausgerichtet, einen Regionalwettbewerb 1974 in Jurentheim. Und dort haben dann zum ersten Mal Filme des AFW dann auf Regional- oder Landesebene, würde es ja euch heißen, einen Preis gemacht. Es wurde gerade von Herrn Almansberger schon gesagt, Video, der Erfolgsgeschichte des AFW ist auch darin begründet, dass er immer offen war für neue Techniken. Es kam dann irgendwann die Videotechnik, so Anfang der 80er Jahre, und wir haben uns nicht verschlossen, wobei wir auch gestehen müssen, dass auch in unserem Club natürlich am Anfang da heiße Gespräche, Diskussionen entstanden sind, was ist das bessere System, Video oder Super 8 und die eingefleischten Super 8, die haben natürlich gesagt, Video, ach Gott, ihr Leid, was ein Mist, da können wir nichts mit anfangen. Aber wie alle Neuerungen, Technik geht seinen Weg, lässt sich nicht aufhalten, was gut ist, setzt sich durch. Und so ist es auch mit der Videotechnik passiert. Und seit 1982 hat auch Video
bei uns in unserem Club Einzug gehalten. Der erste Videofilm, der bei uns gezeigt wurde, hieß Winterimpressionen und wurde am 15.02.1982 von unserem Filmfreund Karl Dengler vorgeführt. Mittlerweile, wissen wir, hat sich Video durchgesetzt. Super 8 wird nimmer gemacht. Es ist dazu gekommen, die Digitaltechnik, die unserer Filmarbeit einen ungeheuren Sprung gegeben hat, und zwar einen Qualitätssprung. Wenn Sie heute die Filme sehen, die auf Wettbewerben gezeigt werden von Amateuren, da kann man einfach nur den Hut ziehen. Und auch hier waren wir Pioniere, würde ich sagen. 1987 wurde schon ein erster Film in Digitaltechnik gezeigt. Scharf auf Schnee von Filmfreund Heinz Puff. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Und ich müsste jetzt ganz, ganz viele Namen aufzählen, die einen wesentlichen Anteil daran hatten, dass wir das machen können, dass wir das so lange ausgehalten haben. Aber wenn ich jetzt anfange, Namen aufzuzählen, ist die Gefahr immer groß, dass man einen wichtigen vergisst. Deshalb möchte ich mich einfach stellvertretend für alle, nicht stellvertretend, bei allen bedanken, die ihren Teil dazu beigetragen haben, dass der AFW 40 Jahre lang gedeihen konnte, sage ich mal. Und dass wir 40 Jahre ohne einen Streit, das ist auch ganz wichtig zu sagen, hier hat es noch keinen Streit gegeben, zusammengeblieben sind bei unserem schönen Hobby. Und ich habe ja irgendwann auch mal gesagt, wenn es mal anfängt hier, dass ich die Leute untereinander streite, dann höre ich als Vorsitzender auf. Wenn beim Hobby streite, das tue ich nicht. Also allen einen herzlichen Dank. Ganz viele haben daran Anteil. Nicht nur der erste Vorsitzende und nicht nur der Kassierer, nicht nur der zweite Vorsitzende. Alle haben ihren Anteil, dass wir dieses Jubiläum heute in Freundschaft miteinander führen können. Ich möchte zwei Ausnahmen machen. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich in dieser Stunde, wo wir uns alle freuen, an die denken, die mittlerweile von uns gegangen sind, hat der Otto vorher schon gemacht. Und ich möchte an einen ganz besonders denken heute, das ist Günther Odenbach. Dann die zweite Ausnahme, die ich machen möchte. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, nach jedem starken Vorsitzenden steht eine starke Frau. Sie steht zwar nicht da, sondern sie sitzt. Ja, bisschen, der Meniskus. Bisschen malträtiert durch ihre Operation am Meniskus. Denn sie war 40 Jahre an meiner Seite und das, was ich für den Filmclub gemacht habe, nach Tatkraft unterstützt. Und deshalb möchte ich mich ganz am Schluss natürlich bei ihr bedanken. So, mein Schlusswort möchte sein, wir alle, die wir heute hier sind, können stolz sein auf unseren AFW. Stolz auf 40 Jahre Freundschaft am gemeinsamen Hobby Film. Freude, nicht Freundschaft. 40 Jahre Freude am gemeinsamen Hobby Film. Stolz auf unzählige schöne Stunden im Kreis von Freunden. Stolz auf viele interessante Filme. Stolz auf gegenseitige Achtung und ein harmonisches Miteinander umgehen. Stolz auch auf ein beachtliches soziales Engagement. Kurz gesagt, wir können stolz sein auf unseren AFW. Bravo. Ja, das macht schon. Oh, mein Hosen ist nass.